Heute präsentiere ich euch von Hupa den Kreuzlinienlaser, Top Luxusmodell S03CG. Und zwar, wenn wir den hier schon mal ein, wenn ich den mir hier nehme, ist das deswegen das Luxusmodell, weil der hat unten die einen Laser. Man sieht ihn hier, wenn man auf der unteren Seite guckt, ist also ein 4D-Laser, unterer Laser. Oberer Laser, Seitenlaser auf der Seite und dieser Laser. Das heißt, ich kann hier, wenn man sich das mal anguckt, ich kann die senkre, die vertikalen Linien anpeilen. Ich kann hier im Kreuz fahren, das mache ich nachher, zeige ich euch. Und ich kann ein unteres Level anzielen und ein groß oberes Level. Das zeige ich euch gleich im Einzelnen. Dann gehe ich mal erstmal die einzelnen Linien kurz durch. Man kann einzeln natürlich wie immer durchschalten. Das ist der Ausschalter. Hier haben wir die, man kann hier ein Offset einstellen. Das ist mega wichtig, wenn man dann später eine Steigung einstellen will. So, also ich schalte mir immer aus. Mit dem Finger drauf bleiben, müsste es ausschalten. So. Was ist im Koffer alles drin bei diesem Teil? Da haben wir hier eine Arretierung für die Wand. Also das ist eine Gegenpositionsmessung oder wenn man es irgendwo an einer Wand feststellen muss oder möchte. Also um irgendwo festzumachen, kann man das rauf und runter fahren. Hier haben wir so ein kleines Mini-Podest, mit dem man die Höhe einstellen kann. Also man kann das irgendwo aufstellen. Dann hat man hier so ein Podest, mit dem man die Höhe nachher einstellen kann. Wir haben auch gleich mal dazu. Quasi eine kleine. Hier fährt er auseinander. Machen wir es mal so. Also kann man die Höhe einstellen. Das ist also wichtig beim die Feineinstellung. Wenn ich jetzt hier vorne die Linien habe und stelle hier dieses Raster mit ein, da kann ich gerade, wenn ich Fliese mache, kann ich die dort mit einstellen. Ihr seht jetzt auch schon, der ist jetzt ja hier ungenau. Das liegt daran, weil man hier die Selbstnivellierung hat. Das ist die Selbstnivellierung, die ist sehr teuer. So ein Teil kostet in der Regel 200, 300 Euro, 250 Euro auf jeden Fall. Und ich habe, wie gesagt, die untere Position und die obere Position. Das brauche ich anschließend gleich bei meinem Einsteller von meinem Fundament, das man draußen macht. Zeige ich euch. Da haben wir noch ein Ladegerät dazu. Wir haben ein Batterieteil. Also man kann es mit Batterie betreiben, regulär als auch. Und da ist ein Akku drin. Ausmachen, klick, komm, geh aus. Na, boing, geht gar nicht aus. Machen wir mal die, schalten wir es über den Hauptschalter wieder aus. Und da haben wir dieses Batteriefach hier unten drin. Da ist ein reguläres Batteriefach drin für den Akku, der dabei ist. Das ist der Akku, als auch hier ein Batteriepack für regulär, wenn mal der Akku leer wäre. Also extrem modern. Akku zu machen. Wirklich super. Und dann haben wir hier natürlich so eine kleine Scheibe, mit der kann man dann gegenmessen. Das wird es einfach besser gezeigt, wie ich euch das auch gerade mal nochmal zeige. Den einschaltet. Und wir fahren anschließend mit dieser Scheibe. Diese Scheibe ist eigentlich so eine Reflexionsscheibe. Das sieht man gleich, wenn man kann man besser messen auf Dings und auf die Höhe einstellen und Position finden. Gerade wenn man dann 4, 5 Meter weg ist, 5 Meter vom Außengelände. Und wie gesagt, den Teil, das zeige ich euch später. Das ist hier zum Montieren, entweder montieren oder mit magnetisch. Sieht man, und da kann man das Gerät mit ranhängen, so ranhängen. Da kommt das Gerät rauf und man kann das in der Breite verfahren. Hier rüber, als auch hier rüber, Feinjustierung. Das ist also wirklich der absolute Luxus-Schlitten. Den kann man auch auf normale Dings nehmen. Man kann es auch natürlich hier mit draufstellen. Das geht dann auch also auf die Position. Und zusätzlich ist hier noch eine kleine Fernbedienung dabei. Das heißt, wenn ich den mal eingeschaltet habe, dann kann ich hierüber auch die verschiedenen Positionen mit dazu schalten.
glaube, da fehlt der Batterie noch. Muss man hier eine kleine Batterie mit reinmachen. Da kann man auf jeden Fall diese Positionen mit durchfahren. Mal gucken. Doch, oh, das ist schon an. Da ist an. Da sieht man die einzelnen Funktionen, wie es weggeht. Das ist, wenn ich hier in der Ferne bin, kann ich die einzelnen mit dazu schalten. Das sind jetzt meine untere oder meine obere. Und die hier, die weiß ich nicht, der kann mir Offset, glaube ich, einstellen. Das muss ich eine kleine Prüfung. Über diese obere Anzeige hier sieht man, wenn er so, wenn ich das Gerät aus dem Winkel nehme oder nicht ganz sauber drin ist, dann wird die X- und Y-Variante angezeigt, wie, je nachdem, wie weit er aus dem Lager ist oder aus dem Zentrum ist. Und man müsste aber auch Einsteller kennen, das prüfe ich gerade noch. Für die Einstellung, wenn man mit Offset arbeiten möchte, dann schaltet man das Gerät hierüber ein. Kann man es hierüber einstellen? Seht man jetzt, startet er auch. Statt über das hier selbstnivellierend, ist hier über manuelle Nivellierung. Und hier sehen wir, sobald ich das Gerät natürlich aus dem Zentrum bringe, dejustiert er sich oder zeigt er aber diese Abweichung an. Wichtig ist mir jetzt aber hier, da jetzt. Die Stimme so hell. Man sieht hier diese 0,8 und 0,7 und dieses kleine Symbol zeigt an, dass es über diese Funktion, über die manuelle Einstellung eingestellt wurde. Und um was es jetzt geht, ist aber das, wenn ich hier jetzt im Winkel nachgehe, links, rechts, je nachdem wie die Neigung ist, dann sehe ich, dass diese Neigung quasi mit eingestellt werden kann. Also ich kann hier eine Steigung mit eingeben, wenn ich jetzt zum Beispiel Gefälle brauche bei meinem Stellplatz. Beim Innenausbau, wenn ich in der Küche oder im Bad was mache, ist diese magnetische Halterung sehr sinnvoll. Ich kann das an eine Position rannehmen und dann habe ich, wenn ich dann den Laser einschalte, kann ich direkt hier diese Position einstellen und ich habe hier, kann jetzt den Winkel rauf und runter fahren. Also ich kann sagen, okay, was, hier auf dieses Niveau möchte ich kommen. Untere Position und ich kann, dazu sind wir jetzt natürlich schon zu niedrig, ich klebe das jetzt mal hierher und jetzt brauche ich nur noch die Position hochfahren, sodass der untere Laser in Position kommt. Da sehen wir die untere Position vom Laser und das ist genau auf Kante ausgerichtet und ich kann natürlich auch hier noch einen Offset einstellen, in dem Offset-Wägelchen, als auch hier kann ich auch Offset einstellen und das ist jetzt alles auf Autonivellierung, also muss ich hier keine zusätzliche Einstellung vornehmen, das ist alles auf metallische Gründe. Hier im Außenbereich, wo ich hier gerade mein Pflaster lege, ist so, verwende ich diesen Laser dafür, dass ich die Richtung auslege von dem Teil, als auch hier, man sieht es, die Steinlinie, wie die gelegt ist, also das ist die Normallinie und man sieht hier an der Position, wie die Längssteine gelegt werden müssen. Also da geht es nachher darum, dass wenn man dann dieses Teil hier hat, dass man weiß, wo die, hier sehen wir es, an dem, hier ist die Ausrichtung. Es geht also darum, wenn das hier im Kreuz ist, also diese Position, dann muss das ja hier exakt gleich liegen. Ansonsten gehen nachher die Steine der Reihe nach falsch. Und das heißt, wenn man hier so die Position anguckt, man sieht hier die Laserposition, dann geht es nachher darum, dass man diese Steine entlang von dieser Linie legt, weil ansonsten geht es manchmal nicht auf und dann hat es dann immer so eine wackelige Linie. Bei den meisten Laser ist es so, dass man das auf die Position nur begrenzt sieht, hier bei Tageslicht. Hier sieht man den Laser auf der einen Seite, den hier, und durch diese Nivellierung, da kommt er jetzt Position. Hier haben wir die Position, das ist die obere Position, die man jetzt hier sieht. Ja, da ist die Position. Und wir sind jetzt ungefähr 8 Meter von dieser Wand weg.